Ich hab mal was mit Blumenkohl gemacht und hoffe, ich trete nicht schon wieder ins Fettnäpfchen, weil das schon wieder ein Kulturgut von irgendeinem Bundesland ist. Auf jeden Fall habe ich mir so einen Hämorrhoidenstock geholt und hab mit der Hand da so die ganzen Röschen abgemacht, hab die alle in den Topf geschmissen, hab da Wasser rein, hab da Salz rein und hab die weich kochen lassen. Währenddessen habe ich 2 Hühner geschält und den unbefruchteten Nachwuchs in eine Schüssel geschmissen, außerdem dazu noch Milch gegeben und dann das Ganze gewürzt mit Salz und Currypulver und Pfeffer und Paprika, also das, was man so braucht. Das Gelumpe immer durchgerührt und dann 40 Gramm Parmesan. 40 Gramm. Naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dann noch ein bisschen Mehl und Stärke dazu, das Ganze nochmal ordentlich umgerührt, damit es so eine richtig schöne, breiige Konsistenz wird. Dann habe ich ganz klassisch einen riesengroßen Klecks Öl in die Pfanne gemacht, habe mir den weichen Blumenkohl geschnappt und habe den mit der Gabel halt in diese Soße da reingedunkt. Wurschtelt das ruhig ein bisschen hin und her, damit das so ringsrum bedeckt ist und schmeißt das dann ins Öl. Haut dann noch den ganzen restlichen Blumenkohl mit dazu und lasst den schön goldbraun backen. Mengenangaben für das Gelumpe haue ich euch in die Beschreibung und am besten genießt ihr das mit Sour Cream Dip oder Kräuterdip und macht noch das Herz bloß in das Rot weg. Tschüss.